Wann ist ein Beschaffungsvorhaben öffentlich auszuschreiben? Wann gilt das Bundesvergabegesetz? Wann kommt eine Ausnahme vom Bundesvergabegesetz zur Anwendung? Und wann gilt eigentlich Vergaberecht leit? In all diesen Fragen hat das Bundesvergabegesetz 2018 maßgebliche Veränderungen mit sich gebracht, über die ich im Folgenden einen Überblick geben werde. Mein Name ist Claudia Fuchs, ich bin Rechtsanwaltsanwärterin bei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg und hier schwerpunktmäßig mit Vergaberecht und öffentlichem Wirtschaftsrecht beschäftigt. Ganz grundsätzlich lässt sich im Vergaberecht zwischen zwei großen Gruppen, zwei großen Bereichen unterscheiden, wenn man von den Wegen aus dem Vergaberecht heraus spricht. Das eine ist die erste Gruppe der echten Ausnahmen aus dem Bundesvergabegesetz. Das andere ist das sogenannte Vergaberecht leit. Also das sind Bereiche, in denen das Bundesvergabegesetz zwar zur Anwendung gelangt, aber in einer reduzierten, nur erleichterten Art und Weise. Die erste Gruppe, die Ausnahmen aus dem Bundesvergabegesetz, sind gesetzlich abschließend in entsprechenden Katalogen geregelt. Das kennen wir schon aus der vorhergehenden Rechtslage. Mit der Neuregelung im Bundesvergabegesetz 2018 haben sich hier aber doch die einen oder anderen Verschiebungen ergeben. Insbesondere ist der Katalog erweitert worden. Und zwar zum Beispiel um Auftragsvergaben betreffend Kredite und Darlehen, um Auftragsvergaben betreffend die Durchführung von politischen Kampagnen, auch Auftragsvergaben betreffend In-House-Aufträge bzw. öffentlich-öffentliche Kooperation wurden jetzt ganz grundsätzlich und viel detaillierter als früher neu geregelt, was doch besonders für die Praxis wesentlich mehr Rechtssicherheit mit sich bringt. Nicht zuletzt sind auch rechtsanwaltliche Beratungs- und Vertretungsleistungen im Zusammenhang mit behördlichen und gerichtlichen Verfahren nunmehr aus dem Bundesvergabegesetz ausgenommen. Die zweite große Gruppe betrifft die Fälle des Vergaberechts leit, also der reduzierten, der erleichterten Anwendung des Bundesvergabegesetzes. Auch hier gibt es mehrere Fallgruppen. Viele von diesen kennen wir bereits aus der bisherigen Rechtslage. Zunächst einmal im Unterschwellenbereich gibt es wesentliche Erleichterungen. Es gibt Erleichterungen für die Vergabe von sogenannten besonderen Dienstleistungsaufträgen, auch für die Vergabe von geistigen Dienstleistungen und insbesondere natürlich Erleichterungen im Unterschwellenbereich, wenn es sich um Direktvergaben handelt. Zwei Aspekte diesbezüglich möchte ich herausgreifen, und zwar das eine ist eine deutliche Erleichterung für die Praxis im Unterschwellenbereich, und zwar die Etablierung des Verhandlungsverfahrens nunmehr als Regelverfahren für öffentliche Auftraggeber unterhalb der Schwellenwerte. Das ist eine wesentliche Errungenschaft der Neuregelung. Und ein zweiter wesentlicher Aspekt ist dieser Systemwechsel vom bisherigen Modell der Unterscheidung zwischen prioritären und nicht prioritären Dienstleistungen hin zu allgemeinen und besonderen Dienstleistungen, wobei nunmehr in der Praxis ganz besonders eben darauf Rücksicht zu nehmen ist, bei jedem Dienstleistungsauftrag zu überprüfen, ob ein Anwendungsfall des Anhang 16 zum Vergabegesetz vorliegt, wo die besonderen Dienstleistungen aufgezählt sind.